Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Das ist gleich die Fortsetzung der ersten Folge. Und zwar, wir haben hier einen kleinen Schuss gemacht, um mal zu zeigen, was die Kanone kann. So. So ist es normal. Ich weiß nicht, was es normal bringt. Also, ich hatte freundlicherweise nicht gejagt. Und so mag ich es, wenn Kanonen sich nicht jagen. Das hat sich gut angehört. Hier wieder raus. Ja, und zwar ist es eine zweimodische. Ich zeige euch jetzt mal noch den kleinen zweiten Mode. Also klein. Den Höhenstreu-Mode. Und ich würde gleich merken, wie so Höhenstreu. Beispielsweise jetzt auch. So. Einmal hier beladen. Und dann mit dem Hebel zu feuern. Und das passiert, wenn man Höhenstreut. Einen Moment. Also meine kleine Schwester ist jetzt gerade hinten im Raum und sucht irgendwas. Mama, nein, hat er noch nichts. Move 10. No Mist. So, und. Und zwar Move. Nur 8. Undo. Move 8. Eben ist es da. Aber bald sehen wir genau. Ja gut, das hat nichts. Aber wir müssen. Ja gut. Da haben wir hier unseren Eingang. Mal, das funktioniert hier noch mit dem Streumode. 1, 2, /, copy. Einen Moment. So, hoffentlich funktioniert noch den Höhenstreu. Ja, das ist der kleine Nachteil dieser Waffe. Ich möchte hier wirklich vorsichtig sein. Wie immer hier nicht vergessen. Zack, zack, zack.
Zack, 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 zack. Viele würden jetzt sagen, ist das Ding treibt, so wie bei den Downsteps. Nein. Also, vielleicht fragt ihr es auch nicht, ich sage es jetzt einfach nur so. Und zwar, das hier ist keine Decken 3, weil die durchgeht. Passt. Die macht hier schon ordentlich Damage. Gute Wahl. So, dann lassen wir hier die Doppler weg. Erstmal. Eigentlich will ich das hier flippen. Das wir gehen. So ein gewisser Teil. Machen wir hier noch eine halbautomatische Streue rein. Wir können hier noch Move. So, ich soll zuerst mal auswählen. Hier Move. 3 hier rüber. Ja, perfekt. Eingang. Ja. Also können wir erstmal hier so festhalten. Jetzt hier. So. Dann hier Treppe. Können wir hier stehen, und hier dann so beladen. Bis sie hier sind, hier ist ebenfalls ein Block-Update. Schmeißt dann hier das ganze Projekt hier runter und feuert hier ein Höhenstreu rein. Guck mal, sieht denn nicht irgendwie aus wie Brüder? Sehen doch irgendwie aus wie Brüder. Eine kleine Höhenstreu, eine große Höhenstreu. Haben wir schon mal dran. Schem List. So, der Overfighter Nord. Es war auch so ein einer meiner allerersten WGs. Das war, glaube ich, noch vorm Hell Destroyer. Egal. Das ist vor Ort doch.
Oh, ich hasse es. Das ist, wenn man aufs Öl kommt bei mir. Flip. Soll ich die weiter außen machen? Oder eher mittig? Da bin ich mal. Okay, Ande. 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 So, dann mache ich sie doch eher mittig. Und die Downstep. Ich will die Downstep. Undo. 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 Redo. Mache ich mit die Downstep rein. So, copy. Machen wir mit dem Flip-Befehl. Und hier den Pastenbefehl. So. Eigentlich bin ich so schön die Dachart hier noch oben drin. Die ist auch schön flach. Eins. Zwei. Copy. Flip. Da hoffe ich mal, dass die SFA einfach noch nebenbei passt. Wunderschön. Wir sind noch aber hier. Paste. Paste. Was hier Kanonen sind. Aber ich bedanke mich für diese Folge und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonniert, liked, nicht vergessen. Vielen Dank und ciao.